Hallo zusammen, heute machen wir die neue, frisch releaste Elite Trainer Box vom Dragon Majesty Set auf. Ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr habt auch richtig Bock. Und das Beste an der ganzen Sache ist, ich krieg endlich diese Lücke da gestopft. Ich habe nämlich bis jetzt immer nur 5 Elite Trainer Boxen und jetzt kommt endlich die 6. dazu. Aber vorher, falls es jemand lesen möchte, ruhig kurz auf Pause drücken und das dann durchlesen. So, wir fangen nochmal an mit dem Heftchen, mit dem Player's Guide. Das ist eigentlich, wie immer, die Karten werden erklärt, ein paar Kombos, ein paar nette Sachen, so nice-to-know Sachen. Die Setlist natürlich, wie immer, ist halbwegs scharf. Ja, geht so. Hier ist natürlich die wichtigste Seite. Die wollen wir haben. Ja, und jetzt geht's an den Inhalt. Sieht erstmal so aus, die Box. Mit dem Ganondorf drauf. So, wir haben die Ganondorf GX Promokarte. Mit den Attacken Beast Raid und Jet Needle. Wir haben die Sleeves, die finde ich pervers geil. Ein richtig geiles Pink. Ist das Pink? Ja. Die haben die Energien, die Kartentrenner. Hier haben wir mal einen Code für euch. Schadensmarken, GX-Marker, die Würfel, die finde ich auch pervers. Aber das Wichtigste, die 8 Booster. Die Wand ist vervollständigt. So, wir haben 8-mal Dragon Majesty Booster. Und ich hab Bock. Ich durfte ja bis jetzt erst 6 Stück aufmachen, mehr noch nicht. Deswegen freue ich mich richtig auf die Aktion hier. So, viel nach vorne. Wir fangen an mit einer Stahlenergie. Wir haben einen Zygarde, einen Milotic, Drudigan, Kangaskhan, Swablu, Torchic, Wooper, Horsey, Blaziken in Reverse und die erste Rare ist ein Komoro Polo. So, habt ihr eigentlich gestern den Endeavor-Tag mitgemacht in Pokémon Go? Ich hab's leider nicht geschafft. Ich hätte aber gerne. Aber leider nicht geschafft. Dann mache ich die Karten direkt mal wie früher. So, wir haben Phoebus, Darumaka, Hekamau, Dratini, wieder ein Kangaskhan, Celazel, Switchraft, Croconaw, ein Jangmo Reverse oder ein Blaziken Holo. Können wir auch an die Wand stellen hier. Auch wenn es im Grunde genommen in jedem Pack eine Holo gibt. Das kommt weg. Die Codekarten behalte ich auch erstmal noch, weil ich plane immer noch ein bisschen was im TCGO. Da muss ich mal ein paar Karten sammeln. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben einen Dratini, Kamau, noch ein Dratini, ein Fiery Flint, ein Zinnia, Croconaw, die Reverse ein Corsola und die Rare ist ein Reshiram GX. Das nehme ich doch mit, habe ich schon, aber nehme ich trotzdem mit. Hier ein bisschen aufräumen, hier ein bisschen Platz schaffen. Wir haben ein Horsey. Jangmao, Magikarp, Corsola, Swablu, Zygarde, Zinnia,
Flygon, ein Bergon Reverse und die Rare ist ein Feraligatr. Den habe ich übrigens im japanischen Set gezogen. Das letzte Set bevor Celestial Storm heißt es, genau, Celestial Storm rauskam. Ich weiß gar nicht, wie die japanische Version davon heißt. Aber da gab es den schon. So. Wir haben einen Charmander. Immer noch ein richtig geiles Artwork. Bagon, Wishiwashi, Phoebus, Corsola, Shelgon, ein Drampa, Turtonator, Litten in Reverse und die Rare ist ein Kingdra. Aber ein Kingdra in Full Art. Jawollo! Schön. Auch wenn das hier ein bisschen so aussieht, als könnte man das als Nase und das als Nase sehen, aber ich denke mal, das da vorne wird schon die Nase sein. Das ist die erste Full Art, die ich in dem Set ziehe. Ich meine, gut, bei 6 aufgemachten Boostern vorher, das ist auch keine Kunst. So, wir nähern uns schon dem Ende. So, wir haben ein Wishiwashi, Salandit, Bagon, Totodile, Dratini, Drampa, Dragonair, ein Quagsire, das hatte ich noch nicht. Oh, ein Victini Prism Star. Ich hatte, glaube ich, auch noch keine Prism Star hier drin. Und die Rare ist ein Altaria Holo. Oh, also Prism Star ist auch die erste für mich. Wobei ich schon gesehen habe, dass die wirklich sehr, sehr, sehr häufig vorkommt in dem Set. Sehr, sehr häufig vorkommt. So, 11. Ach, stimmt, wir haben ja gar nicht 8 Booster hier drin. Das ist ja, sind ja wieder diese Sondersets, hier sind ja 10. Oh, ganz vergessen. Ja, umso besser, wir haben jetzt noch mit dem hier 4. Oh Gott, da war was, da war was. Darumaka, Litten, Horsey, Magikarp, Swablu, Fion, Dragonair, Combusken, ein Combusken Reverse und die Rare ist ein Kingdra und diesmal als normale GX. Jawoll! Puh, gibt's auch noch einen Rainbow Rare Kingdra? Dann würde ich das gerne auch noch ziehen, natürlich nur um das zu vervollständigen, dass man mal in einer die Trainerbox alles zieht. Ach, ich habe gerade wieder was gefühlt. Oh Gott, was ist das für eine die Trainerbox? Okay, ein Trapinch, Wooper, Dratini, Swablu, Vibrava. Ein Lapras, auch ein richtig geiles Artwork. Drudigan. Ein Charm, das ist ja auch geil. Oh, eine Reverse-Pflanzenenergie und die Rare. Ist ein Dragoran als Full Art. Unfassbar. Geil, Mann. Und ich habe jetzt die... Ach du Kacke, jetzt habe ich die Energie gerade weggeschmissen, weil ich... Ich brauche neue Sleeves hier. Da werfe ich die Energie weg, aber Dragoran Full Art ist auch mega geil. Ich meine, was will man in einem Set eigentlich... Ja gut, da gibt es schon ein paar Karten, die man gerne zieht, aber... Dragoran Full Art ist schon ganz vorne mit dabei. Ich habe hier keinen Platz mehr. So, 2 Booster noch. Also jetzt ist schon... Puh. Das ist schon richtig heftig. 2 GX, eine Prism Star, eine Reverse Energie, 2 Full Arts. Das ist schon richtig gut. Richtig, richtig stark. Meinst du Landed?
Swablu, Trapinch, Plotini, Horsey, Quagsire, ein Vela Volcano Park, Charmeleon, noch eine Reverse Energie. Und die Rare ist ein Zekrom Holo. Ach du Heilige. Gibt es im Set eigentlich jede Energie als Reverse Energie? Das fände ich schon ziemlich, ziemlich geil. So. Letzter Booster, Last Pack Magic. Quasi. So. Kriegen wir die Last Pack Magic. Wir haben einen Bergon. Ein Hakamao. Boah, ich kann da gar nicht aussprechen. Hakamao. Torchic, Charmander, Dratini, Turtonator, Fiery Flint, was auch eine Secret Rare ist, Vela Volcano Park, ein Reverse Dratini und die letzte Rare für dieses Opening. Ach du Kacke. Das ist noch eine GX. Okay. Die letzte Rare ist eine 3, 2, 1 Dragonite. Wow! Leute, diese Box macht mich gerade komplett fertig. Das ist, glaube ich, also als Elite-Trainer-Box hundertprozentig die beste bis jetzt. Also definitiv. Ich meine, wir haben hier 7, 8 Sachen rausgezogen, die geil sind. Wir haben zweimal eine Reverse-Energie, was ich schon mega feiere. Dratini Prism Star. Dann haben wir hier die 3 GX-Karten. Richtig geil. Und dann noch 2 Full Arts. Puh. Also nächste Woche Sonntag wird es ein Elite Trainer Box Battle gegen den Tüwald geben. Und ich hoffe, die andere Box ist genauso gut, sonst hätte ich die ganz gerne dafür benutzt. Weil das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich insane. Also richtig, richtig gut. Gut, das hat Bock gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen natürlich wie immer gerne ein Like. Lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Ich habe jetzt auch ein bisschen geplant für die Zukunft, wann ich die Nuzlocke spielen möchte und wann mein, ich nenne es jetzt mal, die Jagd für das Glurak, für das Rainbow Rare Glurak aus Burning Shadows bzw. nach den Flammen kommt. Das habe ich alles geplant. Das wird so Anfang, Mitte Oktober starten, also absolut nicht mehr lange hin. Und ich habe Bock. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das wird dann der Mittwoch wieder sein. Dann macht's gut. Bis dahin. Euer Kami. Ciao.